Leute, wir sind im Feuerballknall, direkt beim ersten Bonuslevel und da ist eine ganz einzelne Banane hier. Direkt erstmal geholt habe. Und ja. Moment. So, rollen und dann springen. Ey, oh, holla. Ja, klappt ja gut. Warte, so. Ah, danke. Jedenfalls ist da. Schneller. Ja, genau. So, wunderbar. Ihr habt gesehen, da ist das Bonuslevel. Und was müssen wir machen? 15 Bananen schnappen. Lächerliche 15 Bananen. Verarschen? Schneller. So, haben wir mal 2 und 3 und 4. Guck mal, ich kann zählen. Ich vertraue dir schon, ich mache nur Sicherheits-Safe-States. Nach jeder Banane. Oh. Weißt du jetzt warum? Ja, ja. Sicherheits-Safe-States gemacht habe. Eigentlich wollte ich gar nicht neu laden, ich Idiot. Egal. So. Ja, ja, ich hab das Zufall. Okay, Leute. Feuerballknall ist damit erledigt und bis zum nächsten Level. Bis gleich. Ciao. Jo, und wir sind im Kanalrohr. Terror. Sag ich ja. Und hier gibt es auch natürlich noch ein Bonuslevel. Moment. Das sah nicht so cool aus, wie es eigentlich sein sollte, aber ist egal. So. Da hätten wir's. Da ist das Bonuslevel, wo wir jetzt alle Gegner besiegen müssen. Und ich hoffe, dass das Level haben wir noch nicht geschafft. Was natürlich durchaus sein könnte. Ich weiß es nicht. Und dann wäre es geschafft. Wäre das geschafft. Also, bis gleich. Ciao. Ja, Leute, wir sind auf dem Weg zum zweiten Bonuslevel dieser Welt. Und zwar hier und dann da und dann da. Ja, habt ihr gesehen? Wir werden jetzt mal gerade 20 Sterne sammeln. Indem wir uns da hochschießen lassen. Und einfach oben. Nein. Wie blöd ist es? Oh, Daniel, du bist so doof. Ah! Ich hab was vergessen. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich habe dir was hingelegt. Ja, alles klar. Man muss jetzt einmal wissen und... Da hätten wir alles. Da haben wir alles im Kanalrohrterror. Also bis gleich. Bis gleich. Und wir sind in der Regensäge, beziehungsweise in der Welt der Regensäge. Regensäge. Hat nichts mit Wasser zu tun. Ja. Und wir werden jetzt die Münze finden, beziehungsweise versuchen, sie zu finden. Denn hier ist eine Säge und die möchte uns den Kopf abschlagen. Hackstückeln. Hackstückeln. Wie man im Fachjargon sagt, genau. Egal. Hat sie nicht geschafft. Haben wir sie gefunden. Und bis gleich. Ja. Hier seht ihr es, mit einem Stab fast die grüne Biene malträtiert. Geplättet. So kann man es auch sagen. Jetzt schnell 15 Bananen finden. Was? Die sind unverwundbar. Ah! Cool. Ja, das ist so ein Level, das hättest du sogar machen können. Ja, ne? Man kann einfach nicht sterben. Das ist doch so ein richtiges Level für dich, oder nicht? Ja, 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 ja. Bam. Bam. Ah! Stopp. Ah ja. Nein, komm her, nein, oh mein Gott, wie, das ist so eine Blamage, oh mein Gott, nein. Ja, du bist wieder normal. Ja, ich bin wieder, wie man mich halt kennt, nimmt. Daniel und seine Bonuslevel. So. Stopp. Gott, ich sehe schon wieder, oh, gefailed, über 3 Minuten gefailed. Ja, ihr habt recht. So, komm. Hast du gesehen, wie schnell gelaufen? Ja. Und... wir sehen uns bei der DK-Münze. Ciao, Leute. Ihr seht, hier ist das G, da ist eine Banane. Oh, und da habe ich gefailt. Das habt ihr gesehen, richtig, das solltet ihr so sehen. Nein, hier kriegt ihr das G. Werdet nach oben geschossen, steht darum. Wo stehen wir? Ah! Und sind unverwundbar. Sammeln die Bananen hier ein. Also, hochhalten. Ja, Stahlfass mitnehmen. Stahlfass mitnehmen. Wofür braucht man ein Stahlfass sonst? Wenn nicht für eine DK-Münze. Genau, für die DK-Münze. Da haben wir die DK-Münze. Und... ja, wir sehen uns im nächsten Level. Bis gleich. Dann, ciao. Leute, wir sind in der nächsten Bonuswelt hier beim, ach ja, ich wollte euch eh gerne zeigen, wie man da hinkommt. So, nehme ich hier lang. Da habt ihr die Spinne geholt, dann geht ihr da hoch und dann da, dann macht ihr da ein Spinnennetz und dann noch eins. Und dann vielleicht sogar noch eins. Wartet, bis das TNT-Fass weg ist. Schießt einfach immer weiter die TNT-Fässer ab. TNT-Fässer abschießen, genau, und in die Bonuswelt rein. Also ist schon wieder da. Und ich habe Layer 2 disabled. Und wieder enabled. Wir finden mal die Münze schnell. Wenn ich wüsste, wo die wäre, dann... wahrscheinlich am anderen Ende. Ja, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, warum die eine Biene da oben war. Uiuiui. Hallo? Zeit? Und. Ja, genau. Alles klar. Gefunden. Bis gleich. Alles klar. Ciao. Hallo Leute, so schnell geht's. Eben waren wir noch eher in Karam Dingsabums. Wie ist die Welt nochmal? Mekanos. Mekanos. In sonnigen Gefilden. Und schon sind wir hier... in eisigen Gefilden. Ja, wir sind im Blizzards Basiscamp. Warum? Das seht ihr jetzt gleich. Weil... ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber... hallo?
Wie in einer Welt fährt dich in dieses Entlegen? Ja. Nun denn, mein Name ist Blizzard. Ich bin seit Wochen hier, um mich auf die Besteigung des K3 richtig vorzubereiten. Besteigung, genau. Sieht so aus, als ob ich Blues Geburtstag verpassen würde, mein bester Kumpel. Sage mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Für dich jederzeit. Wunderbar, bitte gib ihm dieses Geschenk von mir. Ich bin dir ewig und 3 Tage dankbar. Machen wir doch. Oh, das sind 3 Tage natürlich wichtig. Ja, auf jeden Fall. So, wer ist Blue? Der Typ hier mit der Dings, glaube ich. Hä? Oder? Ich weiß nicht, wer Blue ist. Nee, Baboonbucht. Baboonbucht, wo war die nochmal? Unten, glaube ich, irgendwo. Ja. Ich. Jedenfalls, ihr seht gleich, warum wir das alles machen. Und wieso gerade in diesem Part. Mekanos, da, die Baboonbucht ist doch hier, oder? Das ist richtig, genau. Ja. Der Typ direkt am Anfang. Der dann Blues Hütte, ja, das könnte Blue sein. Mhm. Dass der blauen Schlau gelöst hat. Ein Geschenk? Für mich? Oh, vielen Dank, Kong. Ich bin so froh. Ich schau gleich mal hinein. Bang. Ja, dann mach. Guck rein. Schau schneller. Oh, eine Bowlingkugel. Ich glaube, die ist viel zu schwer für mich. Wollt ihr sie nicht haben? Da sagen wir nicht nein. Da sagen wir absolut nicht nein. So, und jetzt fahren wir zurück nach Mekanos. Richtig, und ihr seid live... Ich wollte gerade sagen, wie sieht denn die Welt hier aus? Und ihr seid live dabei, während wir besoffen dahin fahren. Mekanos mit einem Ausrufezeichen, ihr habt's gesehen? Ja. Und gehen zum Bazooka-Barackenmensch. Der mit seinem Schnurrbart, der nur aufgesetzt ist. Du willst die Kanone abfeuern. Klappt nicht ohne Munition. Leider. Was hast du denn da, Kongs? Ein ordentliches Gerät. Man weiß nie, es könnte sogar funktionieren. Sollen wir Dora mal richtig Futter geben? Jawohl, Leutnant. Zu Befehl. 1, 2. Ab ins Hinterstübchen. Da kommt die dicke Dora. Das... Bam! Himmlische Hatz? Wir sind bei der himmlischen Hatz. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ob das ein einzelnes Level ist? Nein. Nee. Merken. Hm. Blau, blau, rot, grün. Blau, 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 rot, grün, blau. Sicher? War es nicht zweimal grün? Nein, oder? Ja. War zweimal grün, ne? Ja, richtig. Ja. Ich war gerade abgelegt, ich hab gedacht, du hättest schon angefangen zu drücken. Du wolltest, dass ich das nicht hab und dann bin ich wieder failen, ne? Ja. Ich weiß. Naja, wieder ein Bananenvogel mehr. Wieder eine Welt. Wie kommen wir da runter? Recht so. Naja, ihr habt gesehen. Ugh, reden ist so anstrengend und schweigen ist viel goldiger. Ja, ihr seht, Mekanos hat ein Ausrufezeichen und eine gelbe Flagge. Das heißt, dass das nicht schlecht ist. Nein, das heißt, wir haben alles und wir zeigen euch mal kurz einen kleinen Zwischenstand. Wohin, ja, da oben ist die Speicherhöhle. GGGGG. Zieh. Und Speicherhöhle. Hallo Oma. Und hier ist, ja... Da schau, ist ganz schön was los. Ja, hier sind schon einige viele Vögel. Wir speichern mal. Und haben 68%. Ja. 31 DK-Münzen, 19 Speerenmünzen. Und es fehlen noch ein paar Items und ja, genau. Ihr seht das jetzt. Bonusmünzen. Ja, das sehen die ja selbst. Also ja, bis gleich. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Und das ist, glaube ich, jetzt die Baboonbucht, oder? Gehen wir die ja, ich denke mal, ja. Alles klar. Bis gleich. Ciao.